So, eine wunderschöne gute Abend, mein Lieber, und willkommen zu meinem neuen Video von mir. Und ja, wie ihr sehen könnt, ich bin gerade natürlich bei meinem Papa Lars wieder. Und ja, heute ist es nämlich um das Thema GTA 6, also heute ist das quasi Montag. Hoffentlich habt ihr ein schönes Wochenende gehabt. Und ja, wir haben jetzt 22.37 Uhr, habe ich jetzt. Und ein Fan hat, ich habe aus Russland, ich habe ein echter Teaser Spiel gefunden, es geht das also ankündigt noch dieses Jahr 2021. Und es gab hier Gerüchte dazu, dass GTA 6 noch in diesem Jahr noch ankündigt wird. Es gab auch viele Gerüchte dazu, dass ich glaube, Jan 2295 hat Anfang Januar, also dem 2. Januar 2021, nämlich Samstag gesprochen, also auf Twitter nämlich veröffentlicht, und da hat er geschrieben, dass GTA 6 bereits in der Entwicklung ist. Normalerweise GTA 6 seit 2015 in der Vorproduktion beginnen. Normalerweise soll es 2013 anfangen in der Entwicklung zu kommen, bevor GTA 5 auf der PlayStation 3, Xbox 360 im Jahr 2013. Und dann ungefähr 2015 gab es auch GTA 5 endlich auf dem PC draußen, nämlich am 14. April. Und dann Ende 2006 im Herbst haben wir alle auf GTA 6 gewartet, aber es kam nicht, sondern es gab nur GTA 5, ich meine, bei Red Dead Redemption 2 wurde offiziell angekündigt von Rockstar Games. Und das heißt, weil Rockstar Games nämlich auf Red Dead Redemption 2 konzentriert und seit 2016 und dann war es so, dass Red Dead Redemption 2 nämlich offiziell angekündigt ist von Rockstar Games und ja, das ist auch damals so passiert und eigentlich hätte GTA 6 schon seit letztes Jahr angekündigt, also letztes Jahr, das haben wir 2021, normalerweise im März. Und da war 25. März kam nämlich der erste Corona-Lockdown auch hier in Deutschland. Das haben wir schon Mitte Januar. Es kommt der zweite Corona-Lockdown. Und wir wissen zwar noch nicht, wann GTA 6 angekündigt wird. Seit 2018 wurde damals Red Dead Redemption 2 veröffentlicht im Jahr 2018, also 26. Oktober. Da haben sie auch um Bully 2 auch konzentriert zu arbeiten. Da wird Bully 2 endlich ein totes Spiel, also im Müll, auf Eis gelegt. Und dann haben sie Red Dead Redemption 2 und auf GTA 6 konzentriert zu arbeiten. Und im Jahr 2295 hat es bestätigt, GTA 6 ist offiziell in Entwicklung. Und wir wissen zwar nicht, ob der Teaser schon fertig ist, also dieser Trailer, es kann auch schon, dass der Trailer schon fast fertig ist, ob Rockstar Games dieses Jahr da angekündigt wird, also im Sommer. Weil in der Sommer, also in der zweiten Jahreshälfte, also im zweiten Halbjahr, 2021, also dieses Jahr im Sommer, soll eigentlich GTA 5 nochmals auf die dritte Generation, auf die PlayStation 5, Xbox Series X und S und PC, und PC ist ja schon draußen, aber es wird auch die gleiche Grafik wie auf der PlayStation 5, und wir wissen hoffentlich, wahrscheinlich, ob GTA 6 wahrscheinlich noch im April anzukündigen, oder es könnte auch sein, dass GTA 5 wahrscheinlich erst wieder, erst im Juni wahrscheinlich, kann im Sommer, wahrscheinlich erst wieder Oktober wieder, wenn wieder Herbst wieder ist, und da werden wir dann offiziell Teaser-Trailer zu GTA 6 sehen wird. Wann GTA 6 angekündigt wird, kann ich genau noch nicht sagen, aber es gibt eine echte Teaser-Trailer von Fans, also ich habe ein echter Teaser-Trailer Spiel GTA 6 gefunden, angekündigt auf dieses Jahr 2021, aber wir hoffen es mal, dass es dieses Jahr noch GTA 6 offiziell angekündigt wird und dann 2023 erscheint. Und ja, und es gab so noch ein Fans dazu, warte nochmal. Da, guck mal, da ist nämlich der echte, ob es ein echter Teaser-Trailer ist. Aber es sieht schon echt aus. Was ist
Oh mein Gott, was haben wir das gesehen? Das war am 1. August 2023. Ey, das ist an einem Dienstag. Und wenn GTA 6 2023 erscheint, da bin ich schon 19 Jahre alt. Alter, wie krass. Und da bin ich schon endlich 19 Jahre alt. Und ja, die Zeit vergeht so schnell. Ich bin ja schon dieses Jahr schon raus aus der Schule. Es ist einfach so schnell, wie die Zeit vergeht. Und plötzlich kam GTA 5 raus. Plötzlich kam die PlayStation 5 bei mir. Plötzlich kam auch die PlayStation 5 draußen. Es ist einfach so krass, wie die Zeit vergeht. Und wir wissen zwar nicht, wann das Coronavirus aufhört. Wenn irgendwann wieder Coronavirus vorbei ist, dann wird die Welt wieder Normalität, wie damals vor Corona war. Das wünsche ich mir persönlich auch. Und ja, als ich denke, dass wir GTA 6 2023 also erscheinen wird, hoffentlich dieser Jahr noch ankündigt von Rockstar Games offiziell mit einem offiziellen Teaser-Trailer. Dieser Teaser-Trailer hat bestimmt irgendjemand ein Fans mit dem echten Trailer von Rockstar Games gefunden, aber noch nicht auf YouTube, nicht auf Instagram, wahrscheinlich noch nicht auf Facebook, nicht auf die Newswire. Es kann sein, dass es auch dieses Jahr noch ankündigt wird, wahrscheinlich erst im April, Juni oder wahrscheinlich erst gegen so Oktober wieder. Und ja, müssen wir einfach mal sehen. So, das war's dann natürlich auch bei Lukas Vlogs. Habe es dir gefallen, gibt es Daumen nach oben. Wenn es dir gefallen, mach Daumen nach unten. Abonniere meinen Kanal, ist immer kostenlos. Und sonst verpasst du dich auch das GTA 6 News, GTA Online zu neuen DLCs, Vlogs und vieles mehr. Und ja. So, und ja, ich wünsche euch doch, wenn du neu bei Kanal bist, könnt ihr mich gerne unten auf die rote Button zu abonnieren, Glocke einzuschalten, nicht vergessen. Und folgt mir natürlich auf Instagram, da ist natürlich Nafi Lukas, und auf Facebook Lukas Safin Luki und auf TikTok @LukasSafin4. Und ja, jetzt wünsche ich euch doch einen schönen Abend und eine schönen gute Nacht. Und ich wünsche euch doch einen schönen Abend und eine schönen gute Nacht. Und wir sehen uns dann hoffentlich wahrscheinlich, wenn ihr das tags oder morgens oder abends, wenn ihr Tag habt. Und ich wünsche euch gleich noch einen schönen Abend, einen schönen guten Nacht. Und wir sehen uns auch bis zum nächsten Video, falls ihr wieder morgens oder tags abends sehen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut und tschüss, ihr Lieben.